Gut? Ja. Klappe? Ja. Michelle Kalt, herzlich willkommen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einen ganz grossartigen Joke machen soll, weil es ist so wahnsinnig heiß draußen, aber Michelle Kalt ist da. Ja, ich wünsche in der Nacht nämlich immer mit irgendwelchen Superpowers, um jeden Raum auf eine angenehme Temperatur abkühlen, aber leider nicht. Aber ich finde Kalt ein sensationeller Nachname. Gell? Ich finde es auch. Also es ist vor allem nur eine Silbe lang, man kann es in der ganzen Welt einfach... Man muss nie den Doktor machen, um das Buch zu stabieren. Es ist super, da hast du wahrscheinlich mehr Probleme. Deutlich mehr Probleme. Mit allen Belangen. Von Joel, wegen den zwei Pünktchen auf dem E, wegen dem Fond, wo klein sein. Ja. Und den Mutzenbecher kannst du ja vergessen. Das ist, also ich wüsste jetzt aus dem Kopf auch nicht, wie ein Buch stabilieren. Gut, der Becher, der geht meistens noch. Aber bis man beim Becher ist, ist eigentlich schon. Alle schon aufgegeben. Aber Michelle Kalt ist so, tack. Zack. Das geht, zack, das geht auf jeden Spruch kurz und bündig. Das ist sensationell. Und bietet sich an, wenn man Solo macht, natürlich 100 Wortspiele. 100 Wortspiele, genau. Aber ich habe das Gefühl, bis du endlich mal an den Punkt kommst, wo du ein Solo-Programm benamsen musst, haben sicher schon 5 Journeys irgendwie einen Artikel über dich geschrieben und versucht, einen Wortwitz mit deinem Namen zu machen. Und bis dann hängt es dir aus dem Hals raus und dann machst du auch keinen mehr. Aber wer weiß. Ist nicht die Idee. Nein. Ich bin nicht so. Eiskalt. Ich bin nicht so der Wortspiel-Mensch. Aber wer weiß, also am Schluss mache ich es dann doch. Who knows? Michelle Kalt, Frozen 3. Das wird sich Tickets verkaufen. Einfach wenn überall wird da Frozen dreht. Die Leute wissen ja gar nicht, was sie gehen schauen. Ja, das stimmt. Gut, ich bin jetzt an meiner Website dran, also sie steht noch nicht, aber ich kann schon die Fotos machen. Mhm. Und das Thema der Fotos sind Eiswürfel. Also ich habe es schon verwendet. Was heisst das Thema sind Eiswürfel? Also wie sagt man, wenn du ein Shooting machst, oder, dann, machst du irgendwie, dann suchst du irgendwie eine Inspiration. Also so eine, wie sagt man, Fotografen. Lassen sich dann irgendwie inspirieren. Etwas also, einfallen. Ja, irgendetwas einfallen. Und dann gefunden, ja, du brauchst ein Konzept. Ein Konzept. Okay. Ja, und dann habe ich gefunden, wie wäre es mit Eiswürfeln? Und dann haben wir Eiswürfel genommen. Und jetzt mal schauen. Jetzt sind sie gerade im Editierprozess. Jetzt muss ich irgendeinen findigen Photoshopper muss jetzt die Eiswürfel massiv vergrößern, dass ich nachher auf einem drauf setze. Ach so, ja. Ich habe schon gedacht, Eiswürfel ist ja viel zu klein für so eine Fotogeschichte. Ja, nein, es wird kreativ. Weil der Reto Joost hat grosse... Glasses. Ah, Glasses. Und Rubik's Cube. Ein grosser Rubik's Cube. Ja, vorher hat er Glasses gehabt und jetzt hat er Rubik's Cube auf der neuen Website. Ich habe seine Website sehr genau untersucht. Und ich habe überlegt, was ich soll machen. Ja, jetzt mal schauen. Eiswürfel finde ich grossartig. Ich auch. Und jetzt werden sie gross, alles klar. Jetzt ja, genau. Jetzt also auch, sein. Ich tue damit jonglieren, ich tue auch dran anlehnen, ich mache einiges mit diesen Eiswürfeln. Mal schauen, was man dann am Schluss verwenden kann und was in irgendeinem Ordner. Noch einen Bauchnabel. Das wäre auch eine Idee gewesen. Ja, schade, dass du das erst jetzt sagst. Und die so geprickelt hat in meinen Bauch. Mm-hmm. Genau, so ein bisschen lasziv. Genau. Aber Plan für ein Solo sind trotzdem so schwierig. Ja, schon. Gut, ready ist man ja nie. Also der perfekte Moment für das erste Solo-Programm, der ist wahrscheinlich irgendwie nie. Also musst du wahrscheinlich einfach mal anfangen. Ja. Aber ich habe jetzt noch nicht ein Datum im Kopf. Weil meine Kollegen, die so ungefähr gleichzeitig mit mir angefangen haben, die sind alle am so 2021, Mitte bis spätestens 2021 mal anpeilen. Ich sage jetzt einfach mal, ich nicht. Nein, ich denke so Anfang 2022 sollte ich. Das ist das. Sollte ich schon mal Nägel mit Köpfen machen. Das ist das, was die Leute immer so unglaublich finden, wenn man eben so
von der Planung reden, dann sagt man so, ja, Herbst 21, Frühling 22, so etwas. Mm. Das ist für die meisten Menschen ist das unvorstellbar, dass man so weit plant. Ja, gut, ich bin es mir irgendwie noch gewöhnt, weil ich ja mit dem Studium, mit dem Anwaltspatent und all dem, das ist, also ich habe seit ich 18, nein, das stimmt nicht, seit ich 20 bin, habe ich einen 5-Jahres-Plan, so mehr oder weniger. Und wie oft muss der angepasst werden innerhalb von 5 Jahren? Eigentlich habe ich den, also die ersten 5 Jahre sind recht genau so glatt gelaufen, wie ich es geplant hatte mit 20. Einfach seither habe ich einen fortlaufend am Schieben. Insbesondere seit ich entschieden habe, ich schreibe Doktorarbeit. Die habe ich auch mal irgendwie 2019 fertig gehabt und ich habe letzte Woche angefangen. Das finde ich ganz gut, vor allem letzte Woche angefangen. Ja, nein, ja, da ist einfach Comedy dazwischen gekommen. Und seither habe ich halt ein bisschen mehr Comedy gemacht und ein bisschen weniger geforscht. Aber das ist alles okay. Das ist alles okay, man kann nicht immer alles machen. Was ist Doktorarbeit? Der Trust im erbrechtlichen Verfahren. Es ist genauso sexy, wie es tönt. Dann lieber Eiswürfel. Lieber Eiswürfel. Was lieber Eiswürfel. Nein, aber... alles gut. Ja, aber du findest ja wahrscheinlich schon spannend, find's schon, oder? Ich finde es schon spannend. Also im Moment noch. Ich habe mir sagen lassen, wenn du dann langsam am Überarbeiten bist vom bereits fertigen Produkt, dann hängt es dir aus dem Hals raus. Aber das ist wahrscheinlich bei allem so. Bei allen Grossprojekten. Ja. Oder? Das geht dir wahrscheinlich bei deinem Solo-Programm. Du machst ja jedes Jahr ein neues Solo. Also vielleicht genau, aus dem Grund, machst du gar nicht lang genug, dass es dir anfängt zum Hals zu hängen. Oder? Nein, und lustigerweise ist es genau mit dem Rhythmus, eben, dass es mir nicht zum Hals aushängt. Mm. So. Weil alles, was länger geht, ist schon too much. Ja, okay. Eigentlich. Und ich merke es auch, wenn ich das Solo wirklich durchspiele, ein halbes Jahr lang, dass so die letzten paar Shows... Wo ich also finde, also eben noch nicht mühsam, sondern ja, es ist gut, dass wir jetzt dann langsam fertig sind. Okay, so. Okay. Weil ich dann eben eigentlich das neue Material habe und das irgendwie spielen will. Ja. Du musst mal schauen, dass du es nicht vermischt. Weil wenn du eben jedes Jahr ein neues machst, dann kannst du dir eigentlich nicht leisten, auch nur 3 neue Jokes einzubauen, weil die fehlen dir sonst dann beim Neuen. Also musst du eigentlich wirklich sagen, so wie ich es geschrieben habe und so wie ich es performe. So. Okay. Und wenn du sagst, das ist ein gutes System, Comedy ist dazwischen gekommen, ist es nicht geplant gewesen, ist es nicht im 5-Jahres-Plan gewesen? Nein, Comedy ist nicht im 5-Jahres-Plan gewesen. Also es ist irgendwie so, hat sich so abgespielt. Ich war auf der Anwaltsprüfung am Lehren gewesen, irgendwie 2017. Mein ganzes Jahr 2017 bin ich an einem Tisch gehockt, wie wir jetzt auch hocken, und habe irgendwelche Gesetze und Bücher vor mir gehabt. Und ein normal gefederter Mensch wird dann irgendwann einmal depressiv, wenn er den ganzen Tag Gesetze liest und juristische Bücher. Das ist einfach irgendwie, das ist nicht zur Unterhaltung gedacht. Und ich habe dann irgendwie angefangen, mich bei Laune zu halten. Also gewisse Leute machen Sport, das ist irgendwie weniger mein Ding. Und andere treffen Kollegen, das war damals auch nicht so mein Ding. Und ich habe dann auf ein Stand-up schauen und so die Late-Night-Shows, so Daily Show mit dem Trevor Noah und also John Oliver und so. Und eins hat zum anderen geführt und irgendwie so gegen Ende 2017, als ich dann die Prüfung endlich hatte, habe ich gefunden, eigentlich Stand-up ausprobieren wäre auch mal noch cool. Und dann habe ich noch ein paar Monate lang irgendwie Mut ansammeln und irgendwann habe ich dann gefunden, okay, hoppla. Und seither bin ich das am machen. Krass, das heisst, du hast vorher auch nicht gross Comedy konsumiert, geschaut? Nein, echt nicht. Das überrascht mich irgendwie auch. Nein, ich habe das erste Comedy-Special habe ich 2017 geschaut. Wow. Louis C.K. 2017. Das heisst sogar 2017. Das Programm an sich ist recht gut gewesen. Dort. Ja, voll. Also ich habe schon, wenn ich zurückdenke mit den Eltern, wir sind schon einmal Cabaret und so schauen und habe zwischendurch auch mal eine DVD gesehen von einem Programm. Aber es war nicht so, fast nie so klassisch Stand-up gewesen. Also ich habe im Hinterkopf gewusst, dass es das gibt, aber wenn du mir gesagt hast, was ist Stand-up-Comedy eigentlich ganz genau, hätte ich dir jetzt nicht eine 3-Satz-Antwort geben können. Ich finde es vor allem wirklich, wirklich beeindruckend, dass das dann den ganzen Kreis gemacht hat innerhalb von so kurzer Zeit. Ja. Also quasi das erste Special schauen und dann knapp ein Jahr später schon
auftreten? Ja, also ich weiss noch genau, wie sie sich abgespielt hat. Meine damalige Freundin gefunden, ja, statt einem Film oder einer Serie könnten wir doch eigentlich mal ein Comedy-Special schauen. Und ich so, okay, whatever you say, dann schauen wir das halt. Weil eben, das war dort gerade rausgekommen und dann haben wir das geschaut und ich habe es eigentlich easy gefunden. Es ist nicht so, dass es mir dort in dem Moment den Daumen reingenommen hätte. Das ist erst später gekommen. Also Last Week Tonight mit dem John Oliver, das habe ich schon immer geschaut. Aber das habe ich wieder, das ist einfach also halt irgendetwas gewesen, was ich geschaut habe. Aber das ist ja nicht Stand-up in dem Sinn. Nein. Und dann habe ich irgendwie Daily Show mit dem Trevor Noah verschauen und dann irgendwie auf YouTube hast du einmal die Vorschläge auf der Seite und dann habe ich sein Stand-up verschauen und dann hat es ein bisschen eins zum anderen geführt und ich so, wow, da gibt es die ganze Welt, die ich noch nicht gekannt habe, sozusagen. Krass, und jetzt ist so Hauptbestandteil fast, also nicht Hauptbestandteil, aber großer Bestandteil. Kann man fast. Schon sagen. Wirklich? Ja, ja, einer von den, oder wichtige Sachen im Leben, definitiv. Ich habe John Oliver sein Stand-up habe ich nie so packend gefunden. Ich kenne sein Stand-up eigentlich gar nicht so gut. Also es ist sehr passend zu der heutigen Zeit, weil es ist, glaube ich, dort schon sehr Weltuntergangsstimmung gesehen bei ihm. Okay. Also ich mag mich an ein konkretes Set von ihm erinnern. Yeah. Aber Trevor Noah ist Stand-up schon immer sensationell gesehen. Ja, also. Und so ganz anders als das, was ich mache. Und ich habe jetzt, also er macht halt viel jetzt, eben Daily Show und alles, was so, alles drum und dran. Und haut noch irgendwie eins im Jahr, alle zwei Jahre ein Special raus, weil er halt, ich weiß nicht, sind Tage irgendwie 36 Stunden oder er hat einfach, er braucht keinen Schlaf oder einfach eine Arbeitsmoral wie kein anderer. Wahrscheinlich eine Mischung von allem. Also darum, ich schaue jetzt im Moment nicht mehr so viel von ihm, aber ich glaube, gestern habe ich irgendwie einem Kollegen ein Set von ihm gezeigt, einfach so, kennst du das Video? Ja. Und habe das wieder mal geschaut aus seinem vorletzten Special, glaube ich, habe es einfach wieder sehr geil gefunden. Ich dachte, aber wieder ganz einen anderen Stil als das, was ich so die Tage schaue. Die Tage bin ich mehr so ein bisschen deadpan, trockenen Humor, kurze Sätze, wie sie auf dem Bekonen und so einmal kommen. Yeah. Und sein Stil ist halt ganz anders, aber es ist einfach auch mega lustig. Was schaust du jetzt vor allem an Leute? Was schaue ich? Also ich halte Briten mega gern. Ja. Yeah. Sagt mir von dir auch immer, dass so der Humor so ein bisschen britisch ist. Ja, also der Daniel Sloss ist so der, wo ich immer sage, wenn ich jetzt einen müsste sagen, das ist mein Favorite, das kann ich nicht, aber das ist so, der Daniel Sloss kommt dieser Art Comedian, wo ich mal sein will, wenn ich dann gross bin, am nächsten. Weil er hat einen schwarzen Humor, wie ich auch habe, kann man glaube ich sagen. Ich finde seine Comedy sehr intelligent, aber wahnsinnig lustig und wahnsinnig auch, wie sagt man, ja, bissig. Und ich finde das cool. Yeah. Und er hat so den Stil, er macht eine Show und dann macht er so eine Stunde lang einfach Jokes. Und am Schluss macht er eine Viertelstunde lang wird er ernsthaft. Yeah. Und das ist so ein bisschen, das sagt er auch im letzten Special, dass er relativ transparent so erklärt. So. Ja, das ist jetzt eine Entwicklung beim Daniel Sloss, weil der hat am Anfang auch viel mehr, hast du so gemerkt, einfach Comedy gelehrt. Und hat einfach gelehrt, wie man richtig lustig ist. Und dann hat er immer mehr einfach die bösen Sachen einbauen, eben mehr Meinung, Haltung. Ja, ich finde das einfach cool, weil das sind die Shows, wo man sich nachher daran erinnert. Also ich persönlich zumindest. Ja. Ich bewundere One-Liner-Comedians. Ich könnte nie eine Stunde lang One-Liners erzählen. Also ich könnte, es ist auch anstrengend zum Hören, wenn man Ich persönlich auch. Ja. Also ich brauche ein bisschen einen roten Faden. Ich will Meinung hören von dem, wo spielt. Mhm. Ich liebe Storytelling. Also ich finde auch Jim Jefferies zum Beispiel finde ich wahnsinnig gut. Ich habe bis jetzt noch nie eine Geschichte erzählt. Das ist auch etwas, was ich mal noch machen möchte. Aber das sind all die Sachen, die ich irgendwie noch ausprobieren muss. Darum auch noch kein Solo-Programm, weil ich habe das Gefühl, ich habe noch so viele Sachen noch gar nicht ausprobiert. Man muss es einfach mal machen. Und dann kommt schon bald das Zweite. Ja. Weil wenn du das Erste gemacht hast, sagst du, jetzt weiß ich, was ich machen will. Ja. Das ist eigentlich immer so. Weil wenn du zu lang keins machst,
Eben, dann tust du es eigentlich immer wie mehr auf etwas aufstellen, genau, was gar nicht mehr genau. Sein, so. Also es ist ja, glaube, man muss sich, glaube, auch mit dem Gedanken anfreunden, dass alle, also das ist bei der Comedy so, das ist beim Soloprogramm so, das ist auch bei jeder Arbeit, die ich an der Uni schon geschrieben habe, so, man muss sich irgendwie mit dem Gedanken anfreunden, dass das, was man als erstes macht, einfach nicht so wahnsinnig gut wird sein. Es geht nicht mal um gut, sondern es geht viel mehr darum, dass du irgendwann findest, das ist nicht mehr das, was ich machen will. Ja. Ich glaube, es ist nicht einmal eine Qualitätsfrage. Mm. Es ist vielmehr eine Stilfrage. Ja. Wahrscheinlich. Also Daniel Sloss habe ich live gesehen in Edinburgh. Ja, welche Show hast du gesehen? Sie hat dort noch anders geheissen. Sie hat geheissen, irgendetwas mit Now. Is it Now oder What Now? Nein, What Now ist Kevin Hart. Okay. Also irgendwie so. Also, und es war am Fringe Festival gesehen. In welchem Jahr? 2000 und... Was wollen wir sagen? 16. Okay. Also ist das die, die jetzt Dark geworden ist? Oder die, wo Jigsaw geworden Jigsaw. Ist. Okay. Ja. Also es ist eigentlich genau das Set gesehen. Ja. Und ich bin mit einem Kollegen gegangen und wir haben halt 4 Tage lang haben uns am Fringe alles Mögliche gegeben. Ja, das und du kommst halt wirklich vom kleinen Pub, wo einer eben wirklich einfach... Mhm. One-Liner erzählt, ein Witz nach dem anderen. Zu eine Show hat geheißen 60 Acts in 60 Minutes. Auf jeder hat eine Minute gekriegt. Ja, das gibt an dem Fringe Festival gibt's ja allerhand kreative Showkonzepte. Und Impro-Comedy und Mixed-Shows logischerweise und so weiter und so fort. Und dann halt die, so ein bisschen die grösseren, die dann wirklich um 8 Uhr zu oben spielen. Da ist zum Beispiel der Daniel Sloss gesehen. Das ist dann halt schon in einem so Massenkongresszentrum. Ja, voll. Er spielt ja immer am gleichen Ort, am anderen Ende von der Stadt. Das ist echt mühsam, um dort hinzukommen. Und eben, da hast du also gefunden, okay, jetzt gehen wir noch jemand anders hin. Sonst bist du immer so im Städtli und bist irgendwie da und gehst schnell in den Keller. Und dort hast du dann so gesehen, jetzt müssen wir mit dem Taxi dort rüberfahren, in den modernen Teil von Edinburgh, wo es gibt, wo aber so mega absurd ist, dass es da gibt, vom Gefühl her. Ja. Und danach hat mein Kollege dann auch gefunden, er hat gesagt, schon ab 5 Sekunden war einfach so ein massiver Qualitätsunterschied. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann eben das, was auch den Unterschied macht, dass dann eben so einer hat dann ein Netflix-Special. Ja. Obwohl bei den Amis habe ich das Gefühl, die werden momentan so ein bisschen fast verschenkt, das, so wie Lotterie. Aber, kann ich nicht kommentieren. Aber. Nein, aber so bei ihm hast du wirklich gemerkt, eben das ist dann schon, darum ist auch ich der, der Solo... so und so viel über hintereinander am Fringe ausverkauft. Ja. Und andere machen halt eben in einer kleinen Keller-Show, was auch geil ist und wo auch gute Qualität drin ist. Aber er ist schon viel weiter gesehen. Und das, was er dort eben, das ganze Programm, das er dort gemacht hat, ist dann eigentlich Jigsaw geworden. Ja. Das ist ja auch das Programm, wo am meisten darüber geredet wird. Jigsaw. Ja. Das ist und ja das, wo nachher alle Paare haben angefangen, sich zu trennen, nachdem sie das geschaut haben. Oder so. Irgendwie erzählt Tweets, die er kriegt, wo die Leute ihm erzählen, dass sie jetzt nicht mehr zusammen sind wegen dem Programm. Ja, genau. So. Genau. Ja. Das ist so. Ich habe Dark zwar persönlich fast besser gefunden und X auch das letzte. Mhm. Aber ohne Frage, das sind alles sehr, sehr gute Shows. Ja. Und er ist halt auch einer, mit irgendwie 17, knapp 17 Jahren angefangen mit Stand-up, hat irgendwie mit 19 seine erste einstündige Show am Fringe Festival gemacht und seither einfach jedes Jahr knallhart und ist auf Amerika und hat einfach sein Ding durchgezogen, hat relativ schnell relativ viel Erfolg gehabt, aber einfach weitergemacht und jetzt ist er. Wie alt ist er? 29? Ist er noch nicht mal 30? Er ist noch nicht 30, nein, der ist jünger als ich. Gut, das ist das habe ich. Also ich bin immer noch dran, es abzulegen, aber ich habe es schon ein bisschen ablegen. Man macht immer den Altersvergleich, der völlig bescheuert ist. Ja, aber dann bist du irgendwie, gehst nicht mehr essen und es ist mega fein. Und dann heisst es, der kocht hier. Der hat es selber aufgebaut, der hat irgendwie 16 Gourmet-Punkte oder 19 oder 2 Michelin-Sterne, alles so Zeugs, oder? Und er ist 28. Ja. Und du bist so, shoot me in the head. Und es geht immer weiter. Und noch schlimmer ist natürlich jetzt, weißt du, Sport. Alles, was im Sport gut ist, ist höchstens 20, weißt du, wo jetzt auftaucht, oder? Und dann habe ich gemerkt, das musst du einfach irgendwann ablegen. Ich muss sagen, komm. Oder auch all die Celebrities, oder? Irgendwie als Kind oder als Teenie bist du doch irgendwie
die Celebrities, die deine Musik machen oder in deinen Serien spielen, die sind alle deutlich älter als du und irgendwann kommt der Moment, wo du realisierst, fuck, die sind 5 bis 10 Jahre jünger als ich. Was ist passiert? Yeah. Was habe ich mit meinem Leben angefangen seither? Aber ich bin dann immer noch froh, weil es gibt dann noch die andere Stufe, wenn ich dann eben zum Beispiel, der Conan ist einer meiner grössten Helden ever. Ja. Damals, wo ich so richtig tief in Comedy rein bin, Ricky Gervais und so weiter und so fort. Und dann merkst du, die sind alle so im Alter von meinem Vater. Das ist okay. Ja, voll. Und gerade einer wie der Ricky Gervais oder auch der Bill Burr, die sind ja erst mit gegen die 40 oder sogar über 40 richtig gross geworden. Also ich glaube, Bill Burr erzählt immer die Story von, I slept on a futon until I was 36 years old. Ja, Bill Burr macht jetzt irgendwie seit über 30 Jahren auf Stand-up. Aha. Und in den letzten 10 Jahren ist, also ich glaube, bei ihm hat es nicht einen Tipping Point gegeben, weißt, wo auf einmal der Erfolg gekommen ist, sondern er ist oft immer wie mehr gekommen. Ja. Und vor allem in den letzten 10 Jahren ist richtig viel passiert. So. Ja. Weil jetzt ist er huge. So. Der Ricky Gervais hingegen, der hat ja bis auf 40 gesehen, hat er ja gar nicht gemacht. Nein, der hat wirklich in einem Büro geschafft und dann hat er die Office gemacht mit 40 und ist von einem Tag auf den anderen Superstar geworden. Ja. Und klar, global ist dann Golden Globes nochmal eins drauf gesehen. Stimmt, ja, das ist so ein bisschen sein Ding. aber schon davor. Ja, und dann denkst du also, jetzt gibt es auch diese Geschichte. Aber logischerweise kriegst du immer mit, da 19, 7 Klar, Nummer 1 Hits hintereinander. Eddie Murphy oder Dave Chappelle, die sind ja auch irgendwie mit 19 schon, keine Ahnung, wo er war. Eddie Murphy hat ja seiner Mutter gesagt, wenn ich 18 bin, habe ich die erste Million. Und das hat er sogar geschafft. Hat er, nein. Aber eben, das sind die 1 vor einer Milliarde Geschichten, oder? Ja. Wo man dann halt auch als das muss sehen. Ja, wenn du mit so Leuten redest, also das ist ja, die habe ich an der Uni oder wie an der Uni zumindest angetroffen. Es gibt so Leute, so Investmentbanker und so, wo ich das Gefühl haben, sie bis 40, 10 Millionen, ist irgendwie auch so eine Zahl. Yeah. Ich so, hupert es dir, also. Darum finde ich aber den 5-Jahres-Plan spannend. Ja. Ja, aber es war nie finanziell gewesen. Es ist nur so, ich will da ein Studium abgeschlossen haben und irgendwie ein Anwaltspatent und all das Zeug. Das war so der 5-Jahres-Plan. Das war eigentlich aber alles, was ich geplant habe. Den ganzen Rest habe ich gefunden. Ich finde 5-Jahres-Problem finde ich ein spannendes Thema. Okay. Und zwar, das habe ich mal irgendwann gelesen, nämlich, wenn du ein Problem hast, dann probier dich zu fragen, ist das in 5 Jahren auch noch ein Problem? Genau, das habe ich auch schon gehört. Und wenn die Antwort Nein ist, dann ist das heute nicht das Problem. Genau, dann soll es dich nicht so fest beschäftigen. Der gefällt mir, der Ansatz. Den finde ich aber auch geil. Das ist so, ja. Aber sonst denke ich nicht viel weiter. Lustigerweise, in meinem Kopf denke ich nicht weiter als einen Tag. Aha. Aber für die Comedy-Planung bist du dann auf einmal bei irgendwie 21, 22 oder was weiß ich. Also ich bin immer recht, ich brauche Meilensteine. Also ich bin recht meilensteinorientiert. Ich brauche irgendwie etwas, um darauf hinschaffen. Und wie man jetzt an der Disc sieht, wo ich seit 2,5 Jahren daran herumschreibe oder mehr studieren bin, ich brauche dann auch irgendwie ein Thema oder ein Datum, wo ich weiss, irgendjemand erwartet dann auch ein Arbeitsprodukt. Mhm. Weil wenn das Produkt nur von mir so erwartet wird oder wenn das Datum unbekannt ist, dann passiert einfach nicht so viel. Also ich wünschte, ich wäre anders gestrickt, aber... Drum mache Datum für die Solo-Premiere. Ja, das ist so. Wobei jetzt, gerade jetzt das Jahr, wo alle Pläne über den Haufen gerührt worden sind, von allen Leuten, bin ich wie noch weniger verlockt gewesen, jetzt da einen Nagel einzuschlagen. Ja. Und... Ich habe sowieso das Gefühl, 2020 war für mich recht das wichtigste Jahr auf der persönlichen Ebene. Es hat sich recht viel verändert. Ich habe mich auch selber verändert, habe ich das Gefühl. Mhm. Und auch auf der Bühne habe ich das Gefühl, es ist sich gerade recht viel am Tun. Mhm. Was ich schreibe, wie ich auftritt. Und dass jetzt vielleicht noch nicht gerade der Zeitpunkt ist, zu sagen, okay, mein Programm geht dann am Fall um das.
Ja, klar. Aber, gut, musst du ja noch nicht sagen, um was es geht. Nein, muss ich nicht. Du musst einfach mal das Datum machen. Und, das wäre vielleicht schon nicht so eine schlechte Idee. Danke schon. Du kommst wieder mit guten Ideen hin. Ich weiss, bei mir ist es so gesehen. Ich meine, ich hatte 10 Jahre lang den Traum gehabt von einem Solo-Programm. Okay. Und dann, als ich irgendwann wirklich super fucking depressiv gesehen bin, habe ich gefunden, jetzt muss ich irgendetwas machen. Ja. Und dann habe ich halt das Datum zum Glück mit dem Theater können festlegen. Ja. Wo es geheißen hat, 1. November 2013. Wow, und das war okay. so ein gutes Datum gesehen, wenn ich gefunden habe, also jetzt haben wir etwas. Ja. Und dort habe ich, das habe ich sicher ein Jahr vorher abgemacht. Okay, ja. Und das war eben schon mega weit gedacht gesehen. Und davor habe ich schon ein bisschen geschrieben und mir extra jemanden geholt, der Regie macht. Mhm. Der Chardin, der dann einfach extra einfach jemanden hast, der dann eben dir ein bisschen anstritt und sagt, ich brauche bis dann, was hat er gesagt? Ich glaube, bis im Februar hast du mir 5 Nummern geschrieben. Okay. Weißt du, wirklich so? Ja. Und schon habe ich 2 geschrieben gehabt, aber es sind 2 mehr gesehen. Ja, aber Hauptsache eben. Etwas, oder? Genau. Darum musst du immer ein höchstes Ziel setzen. Auch wenn du nur zur Hälfte dorthin kommst, bist du immer noch... Richtig. Bist immer noch weitergekommen, genau. Oder? Das ist eigentlich noch ein guter Punkt. Ich glaube, ich muss mir auch irgendeine Person holen, die mich irgendwie an den Ohren nimmt und ein bisschen... Tritt in den Arsch liefern, wenn es nötig ist. Das ist schon so. Ich habe mal, also letztes Jahr, Ende letztes Jahr, ich denke, was die britischen Comedians recht oft machen, wenn sie so in den früheren, also in den ersten paar Jahren, was Comedy machen, die sind so Split Half Hours am Fringe Festival. Also sie nehmen sich irgendeinen Kollegen, der etwa gleich weit ist, und legen dann zusammen, legen sich einen Slot in so einer... In einer kleinen Bar reservieren und dann einfach sich halt Werbekosten und all das Zeug teilen, genau. Und dann jeweils eine halbe Stunde machen. Und dann hast du aus diesen 30 Minuten hast du dann sicher 20 gute und machst das einen Monat lang jeden Tag. Und das muss einem offenbar auch sehr viel weiterbringen als Comedian. Und ich habe mir Ende letztes Jahr mal gedacht, ja, das könnte ich doch eigentlich 2020 machen. Dann haben sich gewisse Sachen Ende 2019, Anfang 2020 anders entwickelt, dass ich dachte, ich habe dann den Plan irgendwie mal ad acta gelegt, weil ich gefunden habe, vielleicht muss das jetzt nicht auch noch sein. Yeah. Und das Fringe Festival ist sowieso abgesagt worden das Jahr, von dem her ist das gut, sie machen irgendeine Stream-Geschichte, machen sie. Okay. Ich glaube, einmal in der Woche gibt es eine grosse Show, wo dann alle zusammen auftreten, per... Ja. Zoom oder gar nicht. Ja, ich habe das irgendwie, seit mir in der Schweiz wieder Comedy machen kann, das ist jetzt doch schon 2 Monate zum Glück, habe ich ein bisschen aufgehört, all diese Zoom-Geschichten mitzuverfolgen, einfach weil man halt nicht überall sein kann, aber ja. Die Briten sind da schon noch ein bisschen intensiver dran gewesen als wir, weil ihre Lockdown halt wie immer noch zum Teil andauert. Und vor allem, ich habe das Gefühl, vor allem, wenn es dann in größere Gefilde geht, wie zum Beispiel alle amerikanischen Late-Night-Shows. Mhm. Ich glaube, kein von den Moderatoren hat bis jetzt seine Haare einmal geschnitten. Und dort ist es offensichtlich einfach rein image-technisch. Ja. Weil sie sind zum Teil schon zurück ins Studio gezügelt und zum Teil... Schaffst du dort auch mit Leuten zusammen und so weiter und so fort? Ja, auch in New York. Also meine Sachen funktionieren dort ja eigentlich wieder, aber sie machen es einfach noch nicht, weil die Message, die ausgesendet wird, wenn sie jetzt normal weiter würden machen, ist einfach keine gute. Genau, ja. Und wir werden bei uns ja auch noch sehen, was es bringt, was es nicht bringt, etc. Aber solange wir dürfen auftreten und Leute wollen kommen und man kann die Sicherheitsmaßnahmen einhalten, finde ich auch, soll man es machen. Ja. Weil zum Beispiel Contiki machen auch wieder. Ja, voll. Coole kleine Bar, Open Mic und wie ist das entstanden? Bist du zu ihnen gegangen? Ich habe das Open Mic eigentlich geerbt. Du hast es geerbt? Ich habe es geerbt. Also, das ist so gewesen. Ich hatte ja im März 2018 meinen ersten Auftritt gehabt. Und ein Kollege... Wo hast du das gesehen? Comedy House? Nein, in McGee's. Das ist so eine Irish Bar in Wiedeke. Ja. Und das war auf Englisch. Die erste Auftritt war auf Englisch? Ja, okay. Voll. Und am gleichen Abend war auch noch im Comedy House auch noch ein Open Stage gewesen. Aber irgendwie...
die hat so offiziell ausgesehen irgendwie. Da musste ich das E-Mail schreiben und ist dann immer recht früh einmal aus, also voll gewesen. Und irgendwie die in Magis ist so Facebook, kannst irgendwie auf ein Event hinschreiben und dann hat da irgendwie mein Kollege Achmed zurückgeschrieben, ja, willst du auftreten? Also okay, dann bin ich dort angegangen. Und Achmed hast du schon gekannt? Nein, dort habe ich dort kennengelernt. Okay. Yeah. Und ein Kollege von mir, Mike Stadelmann, der hat damals, der hat auch Englisch gemacht und hat dann gefunden, ja, für Schweizerdeutsch, Deutsch gibt es wie außer dem Comedy House noch kaum etwas. Mhm. Also es gibt Trampensau gegeben, so alle 2-3 Monate mal und damit hat es sich mehr oder weniger. Mhm. Und hat dann gefunden, das wäre eigentlich noch cool. Und er hat dann Kontiki, glaube ich, angefragt und hat dann mit dem losgelegt dort. Mhm. Und der Mike hat dann aus verschiedenen Gründen nach ein paar Monaten gefunden, er könne sich irgendwie zu wenig auf das konzentrieren, jobbedingt und so, und hat mich dann gefragt, ob ich es weiterziehen. Mhm. Und ich habe nach 4 Monaten netto Comedy nicht das Bedürfnis gehabt, selber eine Veranstaltung zu moderieren und zu organisieren, aber ich wollte einfach, dass die Veranstaltung weiterhin stattfindet und darum habe ich das dann übernommen, sozusagen. Ja. Und es hilft dir ja auch für neues Material, weil wenn du jedes Mal dort stehst, nach dem dritten Mal findest du, ich erzähle jetzt nicht genau das Gleiche wie die letzten 3 Mal. Das ist so, ja. Das ist so. Schießt dich das an? Nein. Was meinst du? Eben, dass man neues Material erarbeiten kann. Nein, das ist perfekt. Also, je mehr auftreten, desto besser, oder? Mhm. Und je mehr du am gleichen Ort auftrittest, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, desto mehr hast du das Gefühl, das habe ich doch genau gleich schon mal genau da erzählt. Es fühlt sich dann irgendwie ein bisschen falsch an. Genau. Und darum hast du dann auch noch einen extra Ansporn, dir wieder neues Zeug einfallen zu lassen. Ja, das hilft schon. Für mich ist mehr die Organisation und auch das Moderieren ist jetzt etwas, was mir nicht einfach so leicht von der Hand geht. Mhm. Also das ist logisch wie alles, es wird immer besser, je mehr du es machst, aber ich finde es nicht ohne. Aber und auch, dass die Leute auch dort, also dass es auch Publikum gibt und so, das sind Sachen, also Events bewerben, keine Ahnung, wie man das macht, oder? Das ist überhaupt nicht, was ich jemals vorher gemacht habe. Und darum alles drum und dran bei dem Event, das war ein rechter Lernprozess für mich. Und er ist noch nicht abgeschlossen. Nein, aber ich finde das gerade das Coole, wenn man früher irgendwie selber ein Event auf die Beine stellt, man kennt auf einmal alle Seiten und kann sich viel besser in dieser Welt irgendwie durchnavigieren. Mhm. Also, mir ist dann auch einfacher gefallen, aufzutreten, nachdem ich angefangen habe, Shows zu organisieren, weil ich so wie gewusst habe, auf was ich mich konzentrieren muss, wenn ich Komiker bin. Und gleichzeitig habe ich dann auch wieder gemerkt, aha, wenn ich nicht Komiker bin, sondern etwas veranstalte, muss ich mich ja nicht nur um das kümmern, sondern da kann man den Leuten Freiraum lassen und so weiter und so fort. Ja. Also, der Gabriel Vetter hat mal gesagt, eigentlich sollte jeder Mensch, der Events in dem im Bereich, sei es Slams oder Comedy-Events organisiert, sollte eigentlich ein Diplom kriegen nachher, als Eventveranstalter. Ja, so. Es hat schon etwas. Und du lernst halt auch die andere Seite noch ein bisschen kennen, oder? Du machst dann gewisse Sachen vielleicht, weil wenn du nur kommst und ein Set machst, du machst dann gewisse Sachen nicht mehr, die du vielleicht noch gemacht hättest, bevor du selber eine Show organisiert hast, weil du einfach die andere Seite noch nicht gekannt hast. Also so Sachen wie so Sachen wie stumpf vor dem Auftritt sagen, ich möchte im Fall erst in der zweiten Hälfte dran sein, weil ich habe vorher noch etwas. Die können recht mühsam sein, weil wenn der schon organisiert hat, schon das Line-up geschrieben hat und du eigentlich in der ersten Hälfte dran warst, muss er wieder alles umschieben. Und das ist nicht schlimm, aber es sind einfach so kleine Stressfaktoren, die wie nicht sein müssen. Und bevor dir das bewusst ist, bist du halt wie unbewusst nervig. Ja, ich habe das Gefühl, man wird eben durch das dann auch als Künstler umgänglicher. Genau. Ja. Genau. Oder auch wenn die Leute irgendwie, die Show fängt am 8. an und das ist de facto 10, 8, aber ja, und am 8. und 7.59 sind einfach 3 Leute noch nicht rum. Ja. Es ist wie, auch wenn es nachher eine 8.01 dort steht und du da Moderation eine Viertelstunde braucht, es ist einfach ein Stressfaktor für den, der schon muss durchziehen muss. Ja, ja. Und das sind so Sachen, die sind dir wie nicht so bewusst, wenn du das noch nie selber gemacht hast, von dem her.
Ja, das tut mir sicher gut. Und das ist wahrscheinlich auch bei einer offenen Bühne ist das nochmal etwas anderes, weil es gibt ja keine Gage, sondern man kommt einfach Sachen austesten. Genau. Das heisst, man hat auch ein bisschen das Anrecht darauf zu sagen, spontan, ich komme jetzt doch nicht, oder weißt du was, eben ja, später. Ja. Also es ist alles ein bisschen lockerer, ja. Aber durch das halt auch nicht ganz so kontrolliert, blöd gesagt. Das stimmt, ja. Ja, das mit dem Zahlen, also ich habe das Gefühl, das ist immer so, du wirst nicht bezahlt, aber dafür kannst du sagen, was du willst. Ja, oder du musst dich nicht verpflichtet, irgendwie Testen das Material zu machen. Auf der anderen Seite finde ich, wenn du einen Spot überkommst, dann sind irgendwie 7 Minuten oder wie viel auch immer für dich reserviert. Und vielleicht, wenn andere auch noch hätten wollen, haben die vielleicht keinen Spot bekommen. Von dem finde ich so kurzfristige Absagen, finde ich, also am Tag selber, wenn nicht krank, also außer du bist krank oder so, dann, das finde ich zum Beispiel jetzt auch nicht so geil. Aber das Leben hat, das kann natürlich mal passieren. Oder auch so ein Ding ist wie Zeit überziehen. Das ist auch so ein Klassiker. Absolut das Schlimmste. Das ist, also, wenn es nicht so viele Leute sind, ist es nicht so schlimm, aber wenn es halt ein Haufen Leute ist und ich versuche immer alle, die wollen, irgendwie unterzubringen und nachher macht einer statt 6 Minuten 10 Minuten. Das sind schon nur 4 Minuten, das ist abstrakt gesehen nicht so viel Zeit, aber wenn das jeder macht, dann geht die Stunde nachher dann geht die Show nachher 3 Stunden und das will niemand mehr. Und das sind also ja, und es ist dann auch blöd für die, die hinten sind, weil je länger die Show geht, desto mehr dort Leute und Genau. Dann wird es irgendwann knapp. So. Genau. Ich habe einmal in meinem Leben habe ich überzogen. Mhm. Also, ich habe sonst schon überzogen, wenn es okay ist. Eben irgendwie folgt mir nicht auf die Bühne und sagt, du bist am Schluss, mach noch 15. Mhm. Und sonst wäre es 10. Dann mache ich 15 und das ist gut so. Aber ich habe einmal für so ein Charity-Event, ab dem Tag habe ich mich timed. Früher habe ich es nicht gemacht, sondern ich hatte so meine Teile, wo ich wusste, das geht 5, das geht 10. Mhm. Und dann habe ich aber dem oben habe ich extrem improvisiert. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, 20 bis 25 hatte ich sollte und ich habe 35 gemacht. Oh. Und der, der nach mir gesehen ist, ist jetzt nicht. Der war sehr, sehr gut gewesen, und sehr lustig, aber ich war jetzt nicht ein Vollprofi gewesen. Also der hat es nicht jeden Tag gemacht. Ja. Und ein Kollege von mir, der mitgekommen ist, der hat gesagt, der ist hinten, nach jedem Lachen hat er das Gefühl gehabt, jetzt ist er dran. Und er hat auf 10 Minuten lang, hat er es nicht, also ja, wie will ich sagen, ich seine Anspannung habe ich umso schlimmer gemacht eigentlich. Oh, weil er 10 Minuten lang immer gedacht hat, jetzt bin ich dran. Ach. Und ich habe es völlig gefühlt, ich bin irgendwie noch am Improvisieren gesehen. Und das Schlimmste war, dass ich zuerst noch Amtsnacht ganz gross erzählt habe, wie unter aller Sau ich es finde, wenn jemand überzieht. und habe sogar noch eine Geschichte erzählt, von wegen, dort hat mal jemand so und so lange überzogen und bla. Oder? Und dann dachte ich, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe mich bei dem über 100 Mal entschuldigt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ab dann timed. So. Und gerade zum Beispiel, als ich beim Franco auftreten bin, haben dann können das Handy zeigen, wo drauf gestanden ist 20.00. Also, auf solche Sachen bist du aber stolz. Eben, oder? Auf Sekunden genau timed. So. Und das Schlimme ist, die Leute verstehen das nicht. Und ganz wichtig, sie müssen das auch nicht verstehen. Also Zuschauer, Mensch. Ja. Weil die haben ja keine Ahnung, es kann sein, dass jemand für 15 geplant ist und jemand für 10 und jemand für 15. Mm. So. Und darum habe ich auch gelernt, das darf man dann auch nicht irgendwie aufs Publikum abwälzen. Also zum Beispiel, wenn jemand überzieht, dann sollte man das Publikum gar nicht wissen lassen. Nein, du kannst nicht als Moderator auf die Bühne kommen und sagen... Aber das habe ich auch schon gemacht. Das habe ich auch schon gemacht und gesagt, ja, das sind jetzt 25 statt eigentlich 10. Mhm. Weil dann ist es auf einmal noch im Publikum ein schlechtes Gewissen, weil die denken sich, ja, ich habe es ja eigentlich toll gefunden, die ganzen 25, oder? Ja, das ist auch etwas, was du irgendwie zuerst lernen musst. Und es geht, glaube ich, relativ lang. Was ist dem Publikum eigentlich bewusst und was nicht? Auch wenn ein Witz mal überhaupt nicht landet. Und was ist denn wichtig? Mhm. Wenn ein Witz mal nicht landet, du bist irgendein Geschichtli am erzählen und du weißt, dort sollte ein Lacher sein, dort sollte ein Lacher sein, dort sollte ein Lacher sein. Und nachher passieren die ersten 2 Lacher passieren einfach nicht. Und also, mir passiert das mega oft, dass ich dann einfach... Kreis 4, du, schau mal an, es geht wieder ab. Kreis 4, es geht ab, ja. Polizeiauto.
Und du bist dann als unerfahrener Comedian halt ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und denkst, der Lacher hat gefehlt. Und dann hast du so den Instinkt, um dich selber ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und zu sagen, ja, da wäre jetzt ein Lacher gewesen. Oder muss ich noch daran arbeiten, an dem Bit oder so. Und das kann helfen, so ein bisschen awkward silences zu überbrücken. Aber es gibt auch Momente, wo es dem Publikum ist gar nicht klar ist, dass da jetzt etwas nicht funktioniert hat, was eigentlich hätte funktionieren sollen. Weil sie sind einfach völlig interessiert am Zuhören und finden es eigentlich lässig. Sie haben einfach jetzt nicht gelacht. Und dann, du musst wie lernen unterscheiden, wann ist es angebracht, dass du irgendwie etwas sagst, was gerade immer passiert ist. Und wann ist es eigentlich völlig eine Ablenkung. Ich glaube, mit der Zeit kommt auch umso mehr, ich sehe das immer, wenn jemand neu anfängt, und ich sehe es auch bei alten Videos von mir, dass man eben auch noch viel mehr auf den Lacher anschafft und dann quasi wieder Lacher also präsentiert. Also dass man dann eben so da. Ja. Und dass, wenn er dann nicht kommt, dann merkt das ganze Publikum, da hat einem müssen sie, wir haben jetzt nicht gelacht, jetzt wird es komisch. Voll. Und dass mit der Zeit, dass das halt eben auch noch so viel mehr, will ich sagen, flüssiger eingebaut wird, dass eben, wenn keiner kommt, das gar nicht passiert. Ich habe früher mit jemandem im Theater gespielt, wo mega auf die Lacher getrimmt war, dass wenn sie nicht gekommen sind, ist völlig aus dem Konzept gefallen. Ja. Weißt, weil eben so quasi, ich sage genau den Satz so. Und dann kommt halt vor 20 Vorstellungen, kommt bei der 21. kommt mal dort der Lacher nicht. Ja. Und dann hast du gemerkt, wie so völlig so, nicht Panik, aber so auf einmal irgendwie die Matrix funktioniert nicht mehr. Ja, voll. Also ich es gibt das Video, also mein erstes Video auf YouTube ist irgendwie bei der Talent Stage, SRF 3 Talent Stage. Und der Auftritt ist eigentlich tiptop gegangen, über alles gesehen, aber einfach am Anfang die ersten zwei Sachen sind irgendwie nicht so angekommen. Und du siehst irgendwie, wie es mich völlig verrührt. Irgendwie der zweite Lach so. Und ich mache so richtige komische, ruckartige Kopfbewegungen. Und ich habe irgendwie mal mit einem Kollegen angeschaut, weil es ist darum gegangen. Ich weiß auch nicht, wir haben irgendwann einen Sack gearbeitet. Und dann schauen wir mal dein alte Video oder was da eigentlich. Was du da gemacht hast. Und wir haben uns jetzt fast einen gegeben. Es war so lustig, weil du einfach siehst, wie es mich aus dem Konzept gerührt hat, dass sie nicht gelacht haben dort. Und ich glaube, du eignest dir auch so Techniken an, oder? Dass du einfach weiterredest, dann, wenn du weißt, dass der Lachen kommt, aber dann parat bist, um gerade wieder aufhören zu reden. Ja. Zum dem ein bisschen Raum geben. Eine Zeit lang habe ich, immer wenn ich ausprobiert habe, habe ich nach jedem Satz einfach und da. Habe ich immer noch ein und hinten dran gehabt. Automatisch, als ich es dann nachgelost habe, habe ich so gedacht, okay, jetzt übertreibst du es ein bisschen. Weil, wenn dann ein Lachen kommt, natürlich ist es perfekt, nur und zu sagen. Und dann kannst du gleich noch warten. Ja. Aber es ist dann eben mit der Zeit ist quasi das und automatisch immer schon dran gehängt. Ja, aber es ist ja wie so eine. Jeder hat so Angewohnheiten, oder? Also wir haben in der Kante im Gymi auch so einen Spass daraus gemacht, an erzählen, wie oft unser Deutschlehrer gesagt hat. Und er hat sehr flüssig und gut geredet als Lehrer, oder? Es gibt ja auch andere, aber wenn du anfängst darauf achten, was du für Macken hast beim Reden, und die hat ja jeder irgendwie, dann kommt Vögel über. Und das ist ja bei einem normalen Gespräch, ich muss dir jetzt etwas vorlesen, zu diesem Thema. Das ist ja bei einem normalen Gespräch, passiert das immer wieder, dass eben irgendjemand schnell überlegt und was weiß ich, aber wenn man sich dann darauf achtet, dann kann es natürlich katastrophal werden. Ich habe einen Brief gekriegt im Radio, ich habe ihn fotografiert, hoffe ich. Fanpost. Ja, weißt du, wirklich ein Brief, der eingeschickt worden ist. Nein, das ist. Da! Per Post ins Radio. Wow, SRF 3. Joel von Mutzenbecher, Wochenrundshow, Zürich, lalala. Und was? Im Juni 2020. Und fett als Titel von diesem Brief steht. Starkes rhetorisches Verbesserungspotenzial. So, jetzt wird es aber mega nett. Sehr geehrter von Mutzenbecher. Schon mal weg. Ab und zu höre ich Sie am Radio. Sie haben eine klare Stimme und wirken durchaus sympathisch.
Das ist doch schön, mit etwas Positivem einsteigen. Ja, das ist sicher ein Lehrer gewesen, der das geschrieben hat. Denk und fett, jetzt zum Punkt. Doppelpunkt. Empfehlung für rhetorisches Verbesserungspotenzial. Sie sagen viel, viel zu oft. Klammere, kein Satz ohne mehrmals Welches Ihren Gesprächen am Radio einen sehr negativen Eindruck von großer Verunsicherheit und Verunsicherheit? Ja, Verunsicherheit. Okay, und kein Lehrer. fehlender sprachlicher Rhetorik gibt. Sprachliche Rhetorik. Okay. Als Moderator und Sprecher mit Auftritten am Radio dürfen Sie solche elementare Fehler nicht machen. Ausrufezeichen. Okay. Wurden Sie auf dieses Thema von Ihren Kollegen auch schon einmal angesprochen? Wenn nein, verstehen Sie diese Zeilen bitte als Anregung zu einer Verbesserung Ihrer persönlichen Rhetorik. Zuerst denken, dann sprechen. Okay. Und dann nochmal fett, für Sie wäre ein Rhetorikkurs sehr nützlich. Okay. Bei Ihren zukünftigen beruflichen Tätigkeiten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg und freue mich, Sie bald wieder am Radio SRF 3 hören zu können. Freundliche Grüße und jetzt die Pussy, ein zufriedener und regelmäßiger SRF 3-Hörer. Also weißt du, kannst nicht antworten, weil ich habe es nicht so schlimm gefunden. Okay. Hast du dich nachher auf Nachten, oder? Ich habe extra. Teilst du seine Meinung gemerkt, oder ihre Meinung, wer weiß? Ich sage ab und zu das ist mir sehr bewusst, ich sage aber nicht Und wäre mir jetzt auch noch nie aufgefallen. Und es ist tatsächlich in gewissen Gesprächen, wo halt, wie will ich sagen, ich habe es gerade mit Marco Fritsch davor gehabt, dass wenn du ein Gespräch führst, wo klar von A bis Z, zuerst kommt die Frage, dann kommt die Frage, dann kommt die Frage, passiert das sicher weniger, ja, klar. Als wie zum Beispiel das Ding hier. Wir sitzen auf der anderen und fühlen mal an Schwätzen. Ja, voll. Und also, du überleistest dir ja auch nicht und vorher, dann überlegst du auf einmal, warte jetzt, vor 10 Minuten hat Michel irgendetwas zu diesem Thema gesagt. Und wo du gesagt hast, das und das, habe ich das und das. Ja. So. Und es ist, wie will ich sagen, wenn man moderiert, ist es eine andere Sprechstimme, ist ein anderer Rhythmus, als wenn man einfach mit jemandem schwätzt. Ja, und bei der Woche und Show schwätzt du viel mit Menschen dazwischen noch und du hast noch einen Hörer dort und so weiter und so fort. Aber ich würde mich nicht rechtfertigen, weil, das ist genau der Punkt, man hört dann, man merkt dann etwas, dann fängt man an, das zu verbessern und dann schleicht sich etwas Neues rein. Ja, ja. Du kompensierst, du brauchst einfach ein Füllwort. Du brauchst irgendetwas, was auch immer, um dein Hirn entlasten zwischendurch. Ja, also, genau, oder so Füllsätze. Habe ich auch noch schön gefunden. Ja, warum nicht? Ja, genau. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mega oft warum also, nicht sage. Ja, also, ja, so Sachen halt. Aber geil ist, wenn dann mit der Zeit tatsächlich kannst Witz machen, wo dann so enden. Weil dann hast du es sicher drin und brauchst es noch nicht. Aber das ist normal. Das Gute ist ja, dass man es erkennt und dass man dann an dem schafft. Das war jetzt noch halbwegs konstruktives Feedback gewesen, eigentlich, das du da bekommen hast. Also, ja, es ist ja irgendwie noch nett. Es ist nett gemeint. Also. Ich finde halt bei so Sachen finde ich viel faszinierender, der ganze Aufwand, den man betreibt. Ja. Und dass man dann sich nicht zu erkennen gibt. So. Ja, also ich habe mal meinem ersten Devil-Auftritt als TV-Anwältin habe ich ein E-Mail bekommen. Und da ist wirklich einer, da ist irgend so eine Sepp Kählin, also ich weiß nicht, ob das sein richtiger Name war, ist es also wichtig genug gewesen, mir sein negative Feedback mitzuteilen, dass er wirklich googlen ist, meine E-Mail-Adresse von meinem Geschäft gefunden hat. Ja. Also es ist nicht mal via Comedy-Page oder so auf Instagram oder irgendetwas Offensichtliches gekommen, sondern er ist wirklich meinen Namen gegoogelt, hat meinen Eintrag an der Uni gefunden und ist auf diese E-Mail-Adresse dann geschrieben, weil er es irgendwie nicht so geil gefunden hat. Das ist... Habe ich auch gefunden, okay, du kannst es jetzt nicht gut gefunden, aber dass es dir so wichtig war, ist mir das zu sagen, dass du den Aufwand auf dich genommen hast. Das verstand ich. Ja, das verstand ich auch nicht wirklich. Also weißt, mir ist schon zu viel
jemandem zu schreiben, wo ich muss. Ja, same, Jesus Gott. Und darum, ich glaube, bei diesen Sachen ist es schon auch, dass Radio oder so ein Fernsehauftritt, habe ich jetzt schon öfters gesagt in diesem Podcast, du dringst dann in die Welt der Menschen ein. Das ist eine andere Verteilung der Rolle als eine Comedy-Show. Ich gehe deine Comedy-Show schauen. Oder ich gehe die Mixed-Show schauen, wo du auch auftrittst. Ja. Wenn ich jetzt jemanden dort nicht lustig finde, dann habe ich nicht so groß Bedürfnis, dieser Person das zu sagen. Ja. Sondern mir hat jemand anders gefallen und ich sage das dann vielleicht dieser oder ich habe den tollen oben gehabt. So. Ja. Und im Fernsehen und im Radio dringt man dann in die Welt von Menschen ein, die eben sich dann gestört fühlen. Ja, wahrscheinlich, weil halt das Fernsehen zu dir kommt, das Radio zu dir kommt und du gehst aber an die Comedy-Show. Richtig. Das stimmt, das habe ich mir so noch gar nicht überlegt, aber das macht total viel Sinn. Und dann fühlen sie sich eben so gestört, dass sie finden, ich muss jetzt einen Brief schreiben. Also, das ist so ein bisschen mein Gefühl. Das könnte stimmen, ja. Und du hast natürlich auch die berechtigte Erwartung, dass Fernsehen, Radio, wo du ja mit deinen öffentlich-rechtlichen Gebühren zahlst, dass das dann deine Bedürfnisse abdecken. Mhm. Und wenn etwas, was du konsumierst, dir nicht passt, hast du nur das Gefühl, hey, ich habe irgendwie Dann den Gegenwert für mein Geld nicht bekommen. Oder? Genau. Und vor allem, wenn du zum Beispiel jetzt an eine Show gehst, eben, wird dir irgendetwas gefallen. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann ist es quasi dein Fehler gewesen. Ja, voll. Weil du gesagt hast, in dem Fall habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Ja. Und habe mich das begonnen. Ja. Und an einer Show... Oder die Person ist schuld, weil sie hat mich ja mitgenommen. Voll. Oder an einer Comedy-Show ist es auch so, du bist ja dann dort und du bleibst dort, bis es fertig ist. Und hoffentlich ist ja das Ende der Show immer irgendwie... Das Gute. Also der am Schluss auftritt, ist in der Regel der Erfahrenste oder der Beste oder was weiß ich. Oder der Witz am Ende von deinem Set ist hoffentlich einer der besten Witze und so weiter und so fort. Yeah. Und bis die Show fertig ist und bis du überhaupt in eine Situation kommst, wo du dein Handy vorkommen kannst und ein hässliches E-Mail schreiben kannst, ist dein Zorn hoffentlich schon verflogen, wenn du den jemals gehabt hättest, oder? Aber beim Fernsehen, beim Radio bist du halt so ein bisschen, du bist halt daheim und hast dein Briefpapier zur Hand oder was auch immer dein Medium dann ist. Und kannst gerade sofort irgendwie zur Tat schreiten. In Schreibmaschine hauen. Ist das auch mit Schreibmaschine geschrieben gewesen, im Brief? Ja, sieht schreibmaschinenmäßig aus. Ja. Okay. Faszinierend. Also ich finde alle Briefe, die mit Schreibmaschine kommen, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Sag jetzt mal. Deville-Anwaltsgeschichte. Wie sind die entstanden? Also, gute Frage. Also, das war ihre Idee. Ja? Yeah. Also, es war irgendwie so. Das ist im Februar, ich würde jetzt sagen Mitte Februar. Ich war gerade frisch zügig. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie irgendwelche DHL-Lieferungen von Möbel und so bekommen. Und dann bin ich irgendwie im Tram gehockt eines Morgens, läutet mir eine unbekannte Handynummer an. Mhm. Und ich habe am gleichen Tag eine DHL-Lieferung. Also anonym oder auf unbekannt? Nein, eine unbekannte Nummer. Nicht anonym. Und dann, ich habe am gleichen Tag irgendwie eine DHL-Lieferung auf morgen verschoben gehabt, weil ich irgendwie... Dann läutet das Handy an. Und das passiert oft, wenn irgendwie ein DPD oder wer auch immer kommt, um dir zu sagen, dass sie jetzt auf dem Weg sind. Yeah. Und ich so, ach, die Affen, oder? Jetzt haben sie wieder meinen Eintrag falsch... Jetzt sind die schon vor der Tür, obwohl sie erst morgen kommen sollten. Und klicke irgendwie auf Ablehnen. Und dann kommt 2 Minuten später ein SMS... «Hallo Michel, Dominique Deville hier. Kannst du mich bitte zurück anrufen?» Also der DHL-Lieferant war der Dominique Deville. Und dann haben wir miteinander... DHW. Nice. Ja. Hey yo. Ich bin stolz auf das. Und dann haben wir miteinander telefoniert später. Und dann hat er gesagt, sie hätten da die Idee gehabt. Also eben, sie sind da irgendwie am neuen Segment prüfen für die Show. Und eine von ihren Ideen war eben, dass mit der TV-Anwältin... Dass sie irgendwie ein juristisches Thema, das etwas mit ihrem längeren Thema von der Woche, von der Sendung zu tun hat, dass sie die Frage dann der TV-Anwältin oder dem TV-Anwalt stellen. Und dass das dann satirisch aufgearbeitet wird. Das muss stimmen, aber natürlich nicht, also natürlich frei oder natürlich lustig.
Und ob ich da irgendwie interessiert wäre. Und ich so, selbstverständlich, oder? Und dann habe ich irgendwie 2 Probenummern müssen schreiben für sie. Einfach, dass sie sehen, ob das irgendwie funktioniert. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und dann irgendwie haben sie das gut gefunden. Und dann haben sie mich für die erste Staffel da verpflichtet für 4 Auftritte. Und jetzt, ja, das ist, hat relativ gut funktioniert, habe ich das Gefühl. Und jetzt wird das auch in der nächsten Staffel wieder so laufen. Ich weiß noch nicht, wie oft. Aber ja, das ist so, wie das entstanden ist. Sehr cool, weil ich finde es wirklich sehr lustig und sehr gut. Ah, das freut mich. Ja. Also ursprünglich ist das natürlich vor Corona gewesen. Ursprünglich war der Plan gewesen, also Dominik hat gesagt, ja, das kannst du relativ frei machen, das kannst du irgendwie als, das könnte ein Desk-Piece sein, es kann aber ein Stand-Up sein, es kann aber sein, dass du einfach auch an einem Pult stehst, so wie der Carpi auch auf der Seite am Pult steht und dass wir dann hin und her reden und am Schluss und so habe ich es auch geschrieben gehabt. Also die ersten 2 Nummern, die ich geschrieben habe, sind wirklich, er stellt mir eine Frage, ich gebe eine Antwort, er stellt mir wieder eine Frage, ich gebe wieder eine Antwort und am Schluss ist dann halt haben wir das müssen so filmen vorab und nachher zusammenschneiden. Und jetzt ist es halt wie so ein Korrespondenzenort. Desk-Piece geworden. Und jetzt mal schauen, wie es in der nächsten Staffel läuft. Ich persönlich finde es gerade wegen dem so gut. Ja. Weil es hat ein gutes Tempo. Es ist... Es kann viel mehr auch noch mit dem Bildwitz geschafft werden. Mhm. Ich finde es aber noch lustig, dass, obwohl es Fernsehen ist, wo eben fast logisch wäre, dass 2 Menschen miteinander schwätzen und sich so dann irgendwie alles aufrollt, dass es fast einen direkteren Bezug hat, weil du direkt in die Kamera schaust. Ja. Und weil es eben voraufgenommen ist und nicht irgendwie vor Publikum oder so, weil es dann eben durch das ein mega Tempo kriegt. Ja. Ja, das ist halt dann wie einfach so gekommen, weil man halt auch kein Publikum und nichts hatte. Also ich musste halt nicht durchreden, all die Lacher, die hoffentlich stattfinden, die hat es dann halt wie nicht gegeben. Mhm. Und durch das hat das auch ein höheres Tempo bekommen. Und eben die visuellen Sachen, die dann noch direkt eingeblendet werden können. Die 7, hat er gesagt, die hätte die auch im Studio können haben. Die hat er ja auch selber. Yeah. Aber jetzt mal schauen, wie wir sie in der nächsten Staffel machen. Mhm. Wann geht ihr weiter? Ich glaube, die erste Aufzeichnung oder die erste Ausstrahlung war glaube am 27. September. Ist das war, oder der Sonntag. Der letzte Sonntag im September ist glaube die erste Ausstrahlung. Ja. Bis etwa an Weihnachten. Gut, wenn es so bleibt wie jetzt gerade, dann wahrscheinlich mit Publikum. Ja, das ist glaube ich schon der Plan. Ja. Hätten wir träumen, dass es so bleibt, ja. Jetzt haben wir gerade die Comedy Talent Show. Bist du bei der genau, bei der bin ich jetzt. Übermorgen habe ich da die Aufzeichnung. Wirklich? Ich habe es morgen. Ah, schon? Ja. Und was sind es dort? 50 Leute? Genau, also reduziertes Publikum. Yeah. Aber da sind wir wieder beim Thema von vorher, oder? Du musst halt du kannst nicht als öffentlich-rechtlicher Fernsehsender einen vollpackten Raum ausstrahlen, oder? Das geht nicht. Nein, das ist in... warte jetzt, wo ist das gesehen? Ah genau, Bedarf ich bitten. Haben sie ja eine Folge, die der Charlie getanzt hat, haben sie noch mit Publikum gemacht. Und das ist halt... Der Corona ist schon on the rise gesehen. Und also da bin ich auch im Publikum gesehen. Und danach hat der Blick hat mega reingehauen und gefunden... Wie viel Zeit war zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung? Es war live gesehen. Ah, okay. Es war live gesehen. Okay, und dann haben sie die Woche drauf schon ohne Publikum. Aber das ist dann irgendwie... Ich habe es ganz schlimm gefunden, weil sie haben gar nichts eingespielt. Und dann hast du auf das riesen Studio gehabt und hast auf so gehört, so 3 Leute klatschen, Wo irgendwie halt selber dabei sind. So. Und bei RTL hingegen, DSDS, haben sie auch im grossen Studio gemacht, aber sie haben auf knallhart alles eingespielt. Okay. Dann merkst du fast nichts. Okay. Weil dann kommt der andere und sagt, hey, willkommen bei DSDS. Und du hörst irgendwie so tausende von Leuten. Und du denkst, das gehört dazu. Bei Devil haben sie dann mit dem gespielt, oder? Der Carpi hat da irgendwie den Lachknopf gehabt und dann ist das manchmal auszoomen, das Kamerateam mit Schutzanzügen, irgendwie auch noch haha zum Teil. Also du kannst mit dem spielen, aber das natürlich, kommt ein auf die Sendung drauf an. Genau, ich glaube eben für alles, was
satirisch ist, ist es perfekt. Also ich habe zum Beispiel «Nur» habe ich mega gerne geschaut im vollen Lockdown, weil das ist dann halt bei jedem und jeder von daheim aus gesehen. Und das ist dann zum Teil, also Lisa Eckhardt hat es dann auch noch sensationell inszeniert, weil sie dann irgendwie auf so einer riesen Polstergruppe ist sie gesehen mit so einer Wolldecke und also es ist dann so, es hat dann noch irgendwie etwas Ästhetisches in dem Ganzen. Und weil sie ja eh über das aktuelle Geschehen geschwätzt haben, hast du auch nicht unbedingt so Lachen gebraucht. Ja. Aber ich habe es dann gemerkt, wenn du dann irgendwie einen Stand-up-Auftritt gesehen hast von jemandem. Das ist hart. Ja, das ist dann wirklich hart. Das fühlt sich dann wirklich an wie ein Soundcheck. Und ein Soundcheck ist eigentlich nie geil. Soundchecks sind so awkward. Das ist jedes Mal, also ich habe schon Mengen gemacht jetzt und ich bin jedes Mal so. Test, 1, 2, 3, okay, Hammers, ich will wieder gehen. Was aber noch geil ist, in Deutschland, vor allem die eine Produktionsfirma, muss ich sagen, die sind sicher anvisiert, das zu machen. Aber du hast immer so 2-3 Kameramänner, die lachen mega laut. Okay. Und es ist irgendwie noch nett. Also weißt du, es ist oft so, weil du musst dir vorstellen, du bist in einem Raum allein und irgendwie 3 Leute hocken dort und du musst oft einmal alles durchspielen und dann hast du oft so 2-3 so. Ja. Also alles durchspielen, dein ganze Programm? Ja, also das ganze, ich mein Gott, ich habe nur Kurzauftritt gemacht im deutschen Fernsehen. Das war maximal 10 Minuten gewesen. Ja, aber trotzdem, 10 Minuten lang vor leerem Saal deine Witze erzählen. Ich stelle mir nichts. Also, stell mir das schrecklich vor. Ich habe immer gesagt, ich bin mir gewohnt vom Solo. Also. Kein Problem. Nein, aber warte jetzt, wo ist das gesehen? Quatsch Comedy Club. Die machen ja auch noch so einen Talentwettbewerb. Ja, voll. Talentschmiede hat es früher geheißen, jetzt heisst es Hotshots. Okay. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß bis heute nicht warum genau, aus irgendeinem Grund wollen sie dort auch, dass man einmal die ganze Nummer spielt. Oh Gott, okay. Und dann gibt es halt so 2-3 Tricks, wie das da so ein bisschen umgehst, indem du dann halt einfach einerseits ein bisschen kürzer spielst, andererseits noch irgendwie etwas vergissisch, also weißt du, okay. Aber ist das doch dort auch der Auftritt, wo es dir wirklich knallhart abstellen, wenn du Zeit überschreitest, ist das das? Ja, finde ich auch super. Ja, musst auch. Finde ich super, weil du kriegst nach 4 Minuten kriegst ein Licht und nach spätestens 6 musst du weg sein. Ja. Und das finde ich eigentlich tipptopp, weil es lehrt einem dort auch, dass es nicht eben darauf ankommt, wie lange man spielt, sondern vielmehr, dass das, was du spielst, gut ist. Ja, also wenn das fünf ist und es passt perfekt in 5, dann musst du nicht ums Verrecken noch die letzte Minute probieren zu füllen. Nein, also kürzere Sätze sind schwieriger als längere Sätze, aber weil du halt dann mit wenig Zeit, du musst dann halt die Minuten auch richtig gut ausfüllen, oder mit richtig gutem Zeug. Genau. Und du kannst nicht irgendwie minutenlang schwätzen, ohne dass irgendeine Punchline kommt. Und was man aber auch nicht machen darf, meine persönliche Erfahrung, das Gefühl haben, dass man 6 Minuten in 4 reinkriegt. Nein! Und dann einfach durchstressen und irgendwie zu schnell wird. Du kannst es aber schon zunichte machen, wenn das Timing nicht stimmt oder der Fluss. Oder also kommt auch auf das Material drauf an, das du hast. Ja. Es gibt ja Bits, also gibt Nummern, die vom Timing leben. Und dann gibt es die, die wirklich einfach das Wort Bang, fertig. Aber gerade den Bill Burr haben wir heute schon mal besprochen. Es gibt irgendeinen YouTube-Channel, der zeigt, der heißt, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der zeigt immer so Videos, die Evolution of, und der zeigt es irgendein Komiker. Ja. Und du siehst immer einen Joke in einem Jahr. Ja. So, und gerade bei Bill Burr gibt es halt schon seit 30. Und dann siehst du wirklich von Anfang 90er bis heute. Und irgendwie von 2002 auf 2003 oder so macht es einen massiven Sprung in seinem, eben nicht einmal Timing, sondern wie er sagt, Pacing. Das heißt, selbst wenn er eben nicht gerade jetzt einen Lacher hat, dass er einmal etwas kurz stehen lässt und einmal einfach 2 Sekunden nichts sagt und dann zum nächsten geht. Und also, es wird auf einmal ruhiger in seiner Art und durch das wirkt es dann eben viel mehr, als wäre er in Kontrolle vor allem und stresst nicht mehr so. Und das eben, das ist dann das Problem, wenn du auf einmal das Gefühl hast, ich mache jetzt 6 Minuten in 4 oder was auch immer. Ja. So, ich probiere das jetzt noch schnell durchzukriegen. Tak, 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 tak. Es gibt sicher Nummern, wo das geht, aber wenn du so eine grundsätzliche Kadenz ankriegst mit der Zeit, dann was Gift irgendwie zu durchbrechen. Ja, das stimmt schon. Und gerade bei den Talentdingen vom Quatsch Comedy Club ist dann auch krass gesehen, zu sehen,
weil eben alle ihre Nummern mal im leeren Saal gespielt haben, war es mega krass gesehen, wie mega falsch du hast können legen, weil du das Gefühl hast, die Person wird mega gut sein heute oben. Und irgendwie, eben, der erste Lacher kommt nicht oder irgend so etwas. Ja. Und es geht alles auseinander. Ja. Und der Brand, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, was ist denn das? Das ist ja, ja. Schrecklich. Ist dann mega gut. Wo ja, weil sie eben... die Live-Situation ist und dann hast du Leute gehabt, die eins zu eins so geschwätzt haben, wie sie im Soundcheck gemacht haben. Und dann hast du andere gehabt, die haben etwas fast komplett Neues gespielt. Okay. Der Ben Schmid, Kollege von mir, der hat erzählt, dass beim einen oben hat einer sogar die Interaktion mit dem Publikum im Soundcheck schon gemacht. Wow, okay. Und zwar, wo sind meine Jungs? Ah, da hinten sind sie, ja, ja. Und oh Gott. Ah. Und das ist dann eben so ein bisschen wie jetzt während Corona vor leeren Saal auftreten, irgendwie bei gewissen Sachen mit dem Publikum. Das kannst du nicht. Also ich kann auch irgendwie, wenn ich für irgendetwas SRF wenn ich einen Auftritt habe, sei es jetzt eben bei der Talent Stage letztes Jahr, danke. Oder am Talent Battle für den Newcomer Award. Ja. Oder jetzt da bei der Comedy Talent Show. Alles nur noch Talent. Doch, das sind jetzt auch die drei grossen, die ich kann und alles andere sind Open Mics. Nein, wenn ich das mache, dann hocke ich immer noch mit mindestens einer Person an und schaue noch mein Set durch. So wegen, siehst du das auch so, dass das tendenziell meine besseren Witze sind und dass man das tendenziell nicht im Fernsehen sagen muss und so weiter. Und ich bin angekommen mit meinem Kollegen und der hat dann irgendwie gefunden, ja, er fände irgendwie all die Witze, die irgendwie nur funktionieren, wenn eine gewisse Reaktion im Publikum passiert, fände er nicht so gut. Weil du kannst spontan schon irgendwie mal auf etwas reagieren, aber das in ein Set reinbauen wirkt dann einfach recht oft nicht natürlich. Und darum bin ich jetzt auch ein bisschen weggekommen von diesen Meta-Witzen, die dann irgendwie... Ich habe gemerkt, für mich persönlich, so wie es mich empfinde, dass Interaktionen mit dem Publikum sind absolute Wahnsinn live, aber haben im Fernsehauftritt eigentlich nichts verloren. Ja. Selbst eben sogar auf eine Reaktion irgendwie noch eingehen, muss schon, wie will ich sagen, muss schon etwas Wahnsinniges passieren. Ja. Also selbst wenn ein Glas kaputt geht und all das Zeugs, oder, wo sonst irgendwie... man eigentlich muss darauf eingehen, ist fürs Fernsehen ist irgendwie wieder etwas anderes, weil es sollte direkter sein, es sollte mehr für die Leute daheim sein. Ja, das stimmt. Und es ist vor allem auch, es ist so durchgetaktet, alles, was im Fernsehen nachher verwendet wird, dass man sich nur schon von der Zeit her gar nicht leisten kann, gross vom Programm abzuweichen. Ja. Wenn du da die Dramaturgie vom ganzen Abend, das ist alles vorbereitet. Die überlegen sich Kameras, die überlegen sich ja, wenn sie dich wie filmen und wenn du von deinem Skript abweichst, ist das einfach mal schon per se ein Issue und dann, ja. Und das ist ja das, was der Devil gesagt hat, auch in dem Podcast, dass eben mit der Zeit hat er dann aufgehört, für die Leute dort zu spielen, sondern eben mehr für die Kamera und Direktor. Ja. Und dass die Leute dann auf einmal das Gefühl haben, ah, jetzt bist du viel wilder und jetzt gibst du viel mehr Gas als vorher. Ja. Einfach weil halt, man muss noch die Wand durchbrechen, durch die Linse durch, sozusagen. Du hast ja auch, das hat mir auch der Devil gesagt, du hast immer das Gefühl, du redest schnell im Fernsehen. Also, das trifft jetzt vermutlich nicht so auf einen Stand-up-Auftritt, der im Fernsehen ausgestrahlt wird, weil dort sollte schon gleich schnell reden, wie du normal in einem Auftritt führst. Aber dass du, wenn du fürs Fernsehen jetzt so monologmässig irgendwie etwas erzählst, dass du dann immer das Gefühl hast, du bist schnell, aber du bist eigentlich genau richtig. Ja. Und auf der Bühne am Anfang, man oft das Gefühl hat, man ist zu langsam. Aber man ist echt schnell. Und dann ist man aber am Anfang richtig. Okay. Wenn man wirklich das Gefühl hat, oh mein Gott, das ist viel zu langsam. Dann ist es oft richtig. Ja. Vom Gefühl her. Ja. Weil man halt gerne das durchstresst. So. Ja, da kommen jetzt so viele Faktoren irgendwie zusammen. Man ist nervös oder man hat irgendwie... Ja. Also ich habe für den Swiss Comedy Award damals noch wirklich einen Wettbewerb von Dani Gundelfinger organisiert. Ja.
irgendwann in Zürich ist das gesehen, ich weiß nicht mal mehr, wie das geheißen hat. Habe ich zweimal 6 Minuten vorbereiten müssen. Mhm. Und eben dort hat es mich wahnsinnig gestresst, dass es genau 6 Minuten sein müssen, sozusagen. Okay. Weil eben, es hat noch eine Jury und die sagt dann auch, ja, das ist ein Faktor, hast du Zeit eingehalten und so weiter und so fort. Ja. Und mehr per Zufall bin ich mit Michi Elsen noch zu Mittagessen zu Basel. Ja. Und ich glaube, sogar an diesem Tag war der Auftritt gesehen. Und dann ist er noch zu mir gekommen, ist auf dem Sofa gesessen und ich habe die beiden 6 Minuten durchgespielt. Mhm. Für ihn. Einfach weil ich nicht kann, ohne Publikum mit Zeug richtig timed spielen. Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Das geht einfach nicht. Du das ist wahnsinnig schwierig. Irgendwie nach wenn ich Aufnahmen los von früher, wo ich probiere, etwas daheim zu spielen, nach etwa 10 Sekunden ist das erste Mal, nein, warte. Dass du dann irgendwie nochmal ansetzt und irgendwie noch sagst, aber was sage ich das wirklich so? Oder soll ich lieber. Also weißt du, man lässt sich einfach, ich bin so einer, nur wenn es die Extremsituation ist, kann ich auch wirklich performen. Ja, ja, es ist schon etwas ganz anderes. Aber für mich, ich finde es aber wichtig, dass man es zumindest durchgesagt hat. Also man muss es nicht voll performen, aber dass man zumindest alle die Sätze mal gesagt hat, so wie man sie später sagen will. Mhm. Einfach, dass sie einem Licht von der Zunge gehen. Ja. Einfach, dass man sich nicht verhaspelt, dass man sich bei Live-Auftritt, also bei Auftritt, bei normalen Auftritt, so an einer Mixed-Show ist es ein bisschen weniger dramatisch, aber bei einem Auftritt, wo jetzt wirklich jeder Auftritt ist wichtig, aber wo noch ein bisschen wichtiger ist, weil es eben zum Beispiel aufgezeichnet wird oder so, dann bin ich, ist mir Üben auch sehr, sehr wichtig und halt auch das Zeug so sagen, wenn ich es nachher noch will sagen. Genau. Absolut, weil dann sagst du ja so, eben, wie du es willst sagen. Genau. Ich finde, man merkt manchmal bei Leuten, die Sachen geschrieben kriegen, wie es dann eben irgendwie... Ein anderer würde sagen, oder? Ja, wie es irgendwie nicht ganz stimmig ist. Schriftsprache. Ja. Ja, Schriftsprache oder irgendwie einfach nicht so ganz, wie will ich sagen, halt nicht so wie, wenn du mir persönlich etwas erzählst. Mhm. Und Stand-up sollte ja eigentlich so sein. Ja, voll. Sollte ja wirklich eigentlich sein, ich erzähl euch jetzt etwas. Ja, Stand-up sollte wirklich, wenn es dir jetzt im Moment gerade in Sinn könnte. Idealerweise. Ja, und darum ist es dann umso schlimmer, wenn man dann nur so sagt, da hat jetzt mir so ein Lachen gekommen. Oder, ja, da, also, da haben sie vor einem Jahr am gleichen Ort ganz anders reagiert. Ja. Also weißt du, wenn dann das alles für einen selber ist mega wichtig in dem Moment auf der Bühne, aber für den Zuschauer ist es oft so. Ich hätte das gar nicht mitgekriegt. Ja. Oder irgendwie, es blendet einem etwas oder so. Das kriegt niemand mit. Ja, aber das ist auch etwas, das Zeug musst du irgendwie einfach mal lernen. Die Erfahrungen musst du alle mal machen. Die Fehler musst du alle mal machen, dass du nachher irgendwie... Das ist das Schöne und das Gemeine an der Comedy. Du kannst es wirklich nur lernen, wenn du es machst. Ja. Man muss es einfach machen. Du kommst nicht ohne Fehler und ohne, wie sagt man, also ohne Fehler, ohne... schlechte Auftritte ohne schmerzhafte Erfahrungen kommst du nicht durch. Also. Ja, aber ich finde die schmerzhaften Erfahrungen aber gar nicht so schmerzhaft. Ja, wenn du die richtige Haltung hast, wenn du sagst, hey, das passiert einfach. Es gehört wirklich dazu. Ja. Es gehört wirklich dazu. Es ist, nicht, es ist nicht wie Kunstturnen, wo man dann genau so muss, wie man es trainiert hat. Den Sprung so und so machen, sondern es hat so viele Faktoren. Ja, und wie oft ich schon von der Bühne gekommen bin und das Gefühl hatte, das ist jetzt gar nicht gut gewesen. Und nachher höre ich es und finde, das war eigentlich easy gewesen. Noch schlimmer ist es umgekehrt. Also ich habe auch eins gedacht, das war jetzt mein bester Auftritt in meinem ganzen Leben gewesen. Und von der Publikumsreaktion her hat sich auch definitiv so angefühlt. Ja. Und dann später habe ich mal gefunden, jetzt höre ich den Auftritt mal, weil dort habe ich sie offenbar so gut gesagt und so gut timed, dass ich eigentlich jetzt jeden Auftritt einfach so muss machen wie dort. Und ich höre es und denke, das war gar nicht so gut gewesen. Das ist einfach irgendwie... Die ganze Situation ist gerade ein bisschen, also das Publikum ist irgendwie gut gehockt und die Atmosphäre ist irgendwie gerade richtig gewesen. Und manchmal ist es auch schon gemein, wenn du selber auf der Bühne aufnimmst, dann ist plus minus so, wie man es auch erlebt hat. Aha. Plus minus. Ja. Aber wenn zum Beispiel jemand aus dem Publikum rausfilmt. Oh Gott. Das habe ich ganz gerne. Ja, die filmen ohne zu fragen und es nachher am besten noch auf Instagram. Und dann tönt es auf einmal komplett anders von dort, als wie du es wahrgenommen hast. Ja.
als ich noch Dings gemacht habe, Primetime-Show, haben wir so die erste Staffel, die haben wir ausgestrahlt. Und, das, und dann habe ich mit dem Produzent, haben wir raussuchen, was von diesen 1,5 Stunden, 2 Stunden Bühnenshow in die effektive, am Anfang glaube ich 23 und dann irgendwann 35 Minuten Fernsehsendung kommen. Und das ist wirklich, also, wie will man sagen, die demütigste Erfahrung, die du kannst machen. Weil du schaust nicht nur genau an, sondern du musst ja dann eben auch in dem Moment noch entscheiden, nimmst du es rein, weil es lustig ist, weil es eine Geschichte erzählt und so. Also du tust es komplett sezieren, viel mehr als du sonst würdest. Voll. Oder? Und dann fragst du dich auch wieder mal, okay, wieso gefällt mir das, die Nummern eigentlich? Ja, und das ist wirklich auf so mit der Zeit so, oh mein Gott, nein, das ist ja schrecklich. Und Mensch, das geht nicht. Und, ja. Und dann ist irgendwann, da haben wir es nicht mehr ausgestrahlt, aber ich hatte trotzdem immer jemanden gehabt, der sie gefilmt hat. Und ich weiß nicht mehr, wie viel, ich glaube die 12. oder so. Das ist der Laurin Buser, Frank Baumann und Abo Fantastic sind zu Gast gewesen. Aha. Und das war für mich so die perfekte Show gewesen. Aha. Ich habe sie nie geschaut. Oh. Nein, weil einfach... Weil du gar nicht willst, eigentlich. Nein, ich genau weiss, so wie ich es dort empfunden habe. Und ich habe es so toll gefunden und es hat Spass gemacht und was weiß ich. Und ich sage, es kann gar nicht sein, dass ich das dann schaue und das deckungsgleich ist mit meiner Erfahrung, die ich dort auf der Bühne gemacht habe. Ja, das weißt, stimmt schon, ja. Das stimmt. Und darum habe ich, für einmal habe ich gefunden, das lasse ich jetzt. Okay. Ich bin sowieso nicht gut, immer wieder Zeug zu schauen, wo mal aufgenommen worden ist. Also ich weiß nicht, ob ich den Podcast dann gehen gehe hören. Also ich glaube schon, aber... Ich bin irgendwie im Mai bin ich beim persönlich auf SRF 1. Ja. Und es ist cool gewesen zum Aufzeichnen, tipptopp, die Konversation, die Leute, die gehört haben, also meine Family und so, noch gefunden, es war lässig gewesen und so. Ich habe so Schiss, das zu hören. Ja. Und da habe ich etwas Dummes gesagt. Das geht mir jedes Mal so. Also ja, vor allem, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt so ein bisschen frei von der Leber, oder? Mhm. Aber auch Auftritt, wo ich weiss, was ich gesagt habe. Nein, am Schluss musst du dir wieder selber zulassen, wie du die ganze Zeit in die Haare greifst oder wie du irgendwie so mit einem Buckel da stehst, wenn ich so etwa die mal mache oder irgendwie den Kopf kippen oder den Kopf zu fest schüttelst oder einfach so die Ticks, die man halt hat. Ja. Ich weiß auch nicht. Du musst im richtigen Mindspace. Dort ist ja dann eben wirklich erstaunlich, wie bei Fernsehauftritt die Welt dann noch mehr auseinandergehen. Mhm. Also eine Bühnenshow, wo halt du spielst und du hast ein Gefühl und dann hat es nicht ganz so, ist das eine. Aber eben gerade wegen dieser Wand, die man noch durchbricht, kannst du den Fernsehauftritt, wenn du ihn machst, kannst du ihn mega scheiße finden. Du kannst das Gefühl haben, oh mein Gott, das ist jetzt, nichts hat funktioniert. Mhm. Und ich habe es nicht gespürt und du bist gestresst wegen der Zeit und so. Und dann schaust du es und findest, oh, das ist mir recht gut gekommen. Ja. Und dort hast du eigentlich noch viel mehr die Diskrepanz. Ja. Ja, ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie das läuft mit der Aufnahme von der Comedy Talent Show die Woche. Ja. Shit. Wann kommt deine Folge? Ui. Irgendwann im September? Ja, im September, ja. Aber welches Datum? 13. Nacht. Das wäre der Sonntag. Das ist sehr gut möglich. Ja. Okay, ja. Also ich bin Sendung 4. Ja. Ja. Wäre ich da 2 pro Abend aufgezeichnet und genau. Ich bin in der letzten. Ja, dann ist es 13. Ja. Und deine? Sendung 2 und die kommt den letzten Sonntag im August. Ah, so. Okay. Und am cool. 12. September kommt Mini Bites, Deine Bites. Deine. Ja, das ist... Ich sag nur, das wird ein ganz großes Kino. Okay, ja, freue ich mich auf das. Mhm. Sehr cool. Jetzt haben wir noch die obligatorischen Plugs gemacht zum Schluss. Okay. Das hat gerade gut gepasst. Was haben wir jetzt gehabt? Jesus. Du warst schon Willi dran gewesen. Ja. 1:20. 1:20. Perfekt. Es geht einfach so, pop. Bumm. Ich los übrigens den Podcast mega gern, weil sehr oft weiss ich nichts mehr danach. Ja. Ich weiß nicht genau, was passiert in dieser Zeit, aber es ist so ein bisschen wie so eine Trance, wo irgendwie, du gehst nicht mehr hin und irgendwann kommst du zurück. Und dann bist du in 1:20 rum. Und du findest, okay. Ja, du bist halt dann auch so fokussiert und im Moment inne, dass du wie... Drum, keine Ahnung. Passiert Zeit, es ist wie wenn du so Hyperfocus hast, irgendwie beim Arbeiten bist du auf etwas. Ich kann dir jetzt sagen, wir haben über den Daniel Sloss haben wir geredet. Ja, voll.
Und über Comedy. So, aber ich weiß nicht mehr genau was. Weißt? Über die guten Sachen im Leben. Zum Abschluss aber noch. Das frage ich dir jetzt noch. Was machst du, damit du dich gut fühlst, abseits von Comedy? Auf das ich noch eine richtige Frage gestellt habe in dem Podcast. Was mache ich, dass ich mich gut fühle? Ja. Ist es Gott Ballett? Wirklich? Ja, das ist Meditation für mich. Also du hast noch aktiv Ballett an? Ja, also ich mache es mega viel daheim, habe ich mir im Lockdown halt angewöhnt gehabt. Und ich mache auch nur die erste Hälfte von einer Ballettstunde, aber ich ziehe mir irgendwie gute Musik, also Ballettmusik von Spotify runter. Und es ist halt immer Klavier, und immer schön richtig taktet, auf die Übung zugeschnitten. Und weil das halt so regelmäßig ist und so recht besänftigend. Und es ist immer, funktioniert immer nach dem gleichen Schema und es ist wahnsinnig grounding. Es erdet einem sehr. Wenn ich es könnte, würde ich es vielleicht auch machen. Ja, man muss es lernen und man ist nie fertig. Es ist wie Comedy. Es ist am Anfang furchtbar. Und über Comedy kennen gewisse Leute von Anfang an gut. Aber ich habe nicht dazugehört. Ich habe definitiv nicht dazugehört, aber es gibt so Leute. Sag schnell, wann ist die Premiere von deinem ersten Solo? 2022. Frühling. 1. April. 1. April? Es ist sicher ein guter Tag dann. Sicher Donnerstag oder so. Das wäre gut. Du, wer weiß. Es wird eins geben, that's for sure. Eben kommt die Talent Show, irgendwann Deville wieder. Genau. Contiki, jeden zweiten Montag. Jetzt ist heute ist der 10. August, wo wir das aufnehmen. Kommt am Freitag, dann ist schon der. Kommt am Freitag. 14. Ja. Genau, also jeden zweiten Montag. Also, das heißt dann. Ab heute. Genau. 10. Heute in 10 Tagen. So. Ja, genau. 24. August, etc. etc. Sehr gut. Alles Liebe. Vielen Dank, bist du da gewesen. Danke für die Einladung, Joel. Und bis bald. Ich komme ja auch noch ins Contiki. Ja, sehr cool. Special Guest. Peace.